Hallo meine lieben Dampferinnen und Dampfer und willkommen zurück zu Dampf die das. Ja, ich sehe jetzt, ich habe ein bisschen rote Augen, ich sehe es, weil ich bin frisch aus der Dusche raus tatsächlich und war voller Elan nach meinem Aktiv-Duschgel, ja. Das habe ich benutzt und da habe ich mich richtig aktiv, nein, habe ich nicht. Ich dachte mir, ich mache jetzt gleich mal hier das Video, weil später wird es recht knapp mit der Zeit, weil ich muss packen und fahre ja los nach Bremen. Hoffe, ihr kommt auch alle, ja, die Tickets sind hoffentlich auch schon raus an die glücklichen Gewinner. Ein Gewinner oder eine Gewinnerin hat sich bis dato leider noch nicht gemeldet und die Deadline ist heute um 12 Uhr abgelaufen. Ich werde später nochmal gucken, wenn nicht, ist schade drum. Ja, das ist immer traurig, wenn man bei einem Gewinnspiel gewinnt und sich nicht mal meldet, weil das sind dann wirklich Kandidaten, die einfach die Videos nicht angucken. Und ich habe es ja sogar in den Titel reingeschrieben, also mehr kann ich dann auch nicht machen. Ich habe die Person auch angeschrieben per E-Mail und per Kommentar, egal. So Leute, worum soll es heute gehen? Heute geht es wieder um Aromen, um ein Short-Fill-System. Sprich, da ist dann schon Aroma vorgefüllt in solchen Flaschen hier drin und ihr füllt die bis oben zum Flaschenrand auf. Ich würde mal empfehlen, falls ihr einen Nikotinshot möchtet, also Nikotin in diesen Liquids möchtet, füllt ihr bitte erst euren Nikotinshot ein und anschließend die Base, damit ihr euch nicht verkalkuliert und später nicht mehr schütteln könnt, ja, weil das Ding bis oben, bis zum Rand voll ist. Alle vier Aromen heute, die ich vorstelle, haben coole Namen. Finde ich gut, dass mal Sachen rauskommen, die einfach ganz simpel gehalten sind vom Namen und was mit dem Dampfen zu tun haben. Und zwar mit der Elektrik, beziehungsweise Elektronik, eher Elektrik. Und zwar haben wir einmal hier den verrückten Watt. Oder auch gerne Watt, wie ihr wollt. Wir haben hier den Welteroberer Ampere. Ihr seht, die Figuren sehen sehr, sehr cool aus. Wir haben hier nochmal so einen, vor dem ich echt Respekt hätte, oder besser gesagt Angst, den lieben Herrn Volt. Und zu guter Letzt, ihr dürft raten, sehr gut, sehr gut, oben ist richtig, Alter, wie kommst du denn bitte auf PS, ja, geh heim, schalt ab, schau nicht zu, du bist des Videos nicht würdig, nein, wir haben den lieben Herrn Ohm, ihr seht, cool created die Etiketten, sehr simpel, aber irgendwie doch sehr, sehr cool, also machen sich toll im Regal. Hier steht auch drauf, recommended for 60 ml, also man empfiehlt 60 ml draus zu machen, sollte man auch tun. Sind ja auch 60 ml Flaschen, zu den Flaschen komme ich auch gleich. Empfohlen wird 30 PG, 70 VG, habe ich nicht gemacht. Ich habe erneut die Aeroltech-Base hier benutzt für alle vier. Wobei der Hersteller bei einem, wurde mir gesagt, angibt, dass man als Tipp, ich weiß nämlich nicht, nach was die Dinger schmecken. Ich habe explizit nicht geguckt. Ja, das wird wieder ein Blind-Check, weil ich wollte es eigentlich probieren, aber es gab Kommentare unter dem letzten Video von den Bangjuice-Aromen, dass ich weiterhin so blind probieren soll, weil es scheinbar interessanter ist. Machen wir heute weiter. Ich weiß nicht, wonach die schmecken. Sie sind jetzt 2 bis 3 Wochen gereift. Falls das überhaupt nötig war, wie gesagt, mit einer Ethanolbase oder mit einer Sweet Base von Liquid Labor, ist das vollkommen wurscht. Die schmecken schon direkt nach dem Anmischen. Ich habe auch bei irgendeinem Review über meine Aromen von jemandem gehört. Schade, dass da im Internet nichts steht über die Reifezeit. Ja, hättest du mal mein Video gesehen. Was habe ich gesagt? Die sind so gemacht, dass du anmischen und losdampfen kannst. Lässt du sie noch 1-2 Tage stehen, kriegst du noch einen Ticken mehr Geschmack raus. Ja, auf jeden Fall, klar ändert sich das. Aber die schmecken auch schon gut, wenn sie angemischt sind, weil das mag ich. Ich hasse es, wenn auf der Flasche steht, was weiß ich hier, beste Reifezeit oder vorgegebene Reifezeit, 3 bis 4 Wochen. Alter, kauf dir mal eine Playstation. Und dann hockst du dich ins Wohnzimmer, machst die anderen, steht, nee, bitte, noch 3 bis 4 Wochen unbenutzt stehen lassen, anschließend nutzen. Nein! Nein, gute Aromen sind wie Autos. Ihr kauft sie neu, dann heißt es 400 Kilometer einfahren. Okay, den Motor, Piano, ja, aber schon, du kannst ihn fahren, genieße dein Auto, aber gib nicht gleich Gummi. Und dann kannst du Gummi geben. Das ist bei Aromen auch so, ja. 4 Tage, ich wollte jetzt irgendwas wegen den 400 Kilometer sagen. Gut, ich habe die Dinger jetzt nicht probiert direkt nach dem Anmischen, aber mit einer Ethanolbase gar kein Thema, mit einer Sweetbase gar kein Thema. Ich werde hier auch dazu sagen, ob sich die Sweetbase hier lohnt oder ob die Dinger süß genug sind. Ich nehme jetzt einfach ganz random eins raus. Und zwar nehme ich mir den Herrn Ohm. Oh, ich wollte noch was zeigen, bevor ich loslege. Leute, guck mal, was ich hier Feines habe. Und das zeige ich sehr, sehr gerne. Da folgt definitiv ein Review. Das ist der Ion RDA, RTA, wird RBA genannt. Ich weiß nicht genau, warum. Der kommt aus der Türkei, der wird dort gefertigt und der ist in meinen Augen bedeutend besser als der Speaker RTA, den ich vorgestellt habe, der auch aus der Türkei kam. Wobei, da gibt es Gerüchte, dass der gar nicht dort gefertigt wird. Den stelle ich demnächst vor, ja. Eine ganz leicht funktionierende Liquid Control, ein super chilliges Befüllsystem, MTL-Gerät und dann die Box, die ist vom gleichen Hersteller. Beides von Fakir Mods aus Echtholz.
Sieht das nicht toll aus? Hier ist der Feuertaster. Oh, Illusia Mech steht da oben. Bald stelle ich es vor. Ich freue mich. Ich habe es bekommen, hatte Angst, dass es nichts taugt. Und gerade der RTA. So, aber das wollte ich mal unbedingt gezeigt haben, dass ihr wisst, dass da demnächst auch so ein schönes Set noch auf euch zukommt. Dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Herrn Ohm an. Ja, ich finde die Bilder klasse. Los geht's, Blind Check. Ich habe natürlich an den Aromen vor 2-3 Wochen, das ist ganz klar, was es ist. Ganz, ganz klar. Ist da Gurke drin? Nein. Ich habe natürlich damals schon gerochen beim Anmischen, deswegen habe ich schon so eine Ahnung gehabt, aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich weiß noch, eins hat Melonik gerochen. Das habe ich gerade in der Hand. Ohm. Ah, das ist leicht. Das ist leicht. Das ist ein Melonenmix. Oder zumindest tropisch, so Cantaloupe in die Richtung mit Bubblegum. Das schmeckt man voll raus. Sehr süß. Sehr, sehr süß. Süßegrad würde ich jetzt mal sagen 8,5 bis 9 von 10. Definitiv. Und hundertprozentig ein Melonenmix. Als Tröpfler benutze ich heute wieder den Dot RDA mit dem Trinity Glas. Und ja, ich bin ja mal gespannt, ob das auch beim Dampfen so schmeckt, denn ich habe oft schon gehört von vielen Leuten, dass Liquids geleckt so lecker schmecken, aber dann gedampft irgendwie nicht mehr. Was ich komisch finde, weil dann macht der Tank was falsch, den ihr benutzt. Weil ein guter Tank gibt genau den Geschmack wieder, den ihr beim Lecken habt eigentlich. Dann solltet ihr mal ein anderes Gerät ausprobieren, definitiv. Los geht's! Explodierende E-Shisha. Bleibt dabei, 8,5 bis 9 zum Süßegrad. Intensität ist, ja, wie ist die Intensität? Was schmeckt man als erstes? Ich würde sagen 50-50. Ich schmecke, ja, vielleicht 60% so Melonenmix. Ich möchte mich nicht festlegen auf Honigmelone, möchte mich aber auch nicht festlegen auf Wassermelone. Ich lege mich fest auf beides. Es hat so diesen typischen Wassermelone-Geschmack, diesen schwachen, authentischen tatsächlich, sehr authentischen Wassermelonen-Geschmack. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, eine Honigmelone rauszuschmecken. Und zwar keine extrem süße Honigmelone. Das Süße kommt, wie ich persönlich rausschmecke, von der Bubblegum-Note. Ich finde, die Melonen schmecken sehr echt, extrem echt. Und es schmeckt nicht nach einem türkischen Melonen-Kaugummi, was ich sonst immer bei so Melonensachen sage. So dieses extrem künstliche Übersüßte. Nein, es schmeckt nach sehr authentischen Melonen mit einem süßen Bubblegum dazu. Könnte ich mir vorstellen, dass da Hubba Bubba draufstehen würde und dass da draufsteht Hubba Bubba Crazy Melon. Gab es sowas nicht mal? Ich glaube sogar, ja, jetzt wo ich Crazy Melon dazu sage. Falls nicht, habe ich gerade einen schönen Namen für euch erfunden, Hubba Bubba. Sehr lecker, Noten gibt es zum Schluss. Dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum nächsten. Nein, ich muss erst die Watte wechseln, also bis gleich. So, da bin ich wieder und jetzt kommt die entscheidende Frage. Wollt ihr noch mehr? Na, da ist der Fokus. Wollt ihr? Okay, der war echt schlecht, weil es heißt wollt. Also wollt, man sagt ja, wollt ihr noch. Ich kenne den Geruch. Ich kenne diesen Geruch, das sind Äpfel. Gefällt mir besser wie das erste. Ganz klar besser wie das erste, weil es meinen Geschmack voll trifft. Apfelzimt. Ich überlege gerade, ob es ein Apfelzimtkuchen ist oder ob es einfach nur Apfelzimtpudding oder sowas ist. Boah. Apfelzimt voll, aber voll voll. Oder ob es Bratapfel ist, würde weihnachtlich sein. Ach ja, ich habe übrigens nachgeschaut, ne, als ich den Cut gemacht habe wegen der Watte, weil ich es vergessen habe vorher zu machen. Ich hatte recht, es ist ein Melon Bubblegum. Ja, wunderbar, dass wir das auch geklärt haben. Es ist saulecker, saucremig, sauapfelig. Ja, ich sag da, es schmeckt wie ein... Kennt ihr Kaiserschmarrn? Ja, falls ihr das nicht kennt, solltet ihr das mal googeln. Das ist eine sehr leckere Süßigkeit. Ich glaube, das ist ein Pfannkuchenteig oder ein Waffelteig, der da genommen wird. Das Ganze wird sehr dick gemacht, dann wird es zerkleinert und dann kommt dann Apfelmus oder Puderzucker. Manche machen da auch eine Kirschgrütze mit dazu. Ganz lecker, ja. Kommt, glaube ich, aus Österreich, bin mir aber nicht sicher. Wobei, Kaiserschmarrn, der Kaiser aus... Weiß ich nicht, woher es kommt. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage Apfelkuchen. Und wir gucken jetzt erst nach. Moment. Hier.
Shortfill Liquid mit überdosiertem Aroma. Frischer, süßer Apfelkuchen mit einer sehr dezenten Zimtnote. Direkt aus dem Ofen. Perfekter Begleiter für kalte Tage. 2-0 für den lieben Dampfti das. Perfekt geraten. Jetzt dampfen wir das Ganze auch nochmal. Nass ist es. Ja, dann legen wir doch direkt los. Los geht's. Bisher mein klarer Favorit, der Apfelkuchen. Fantastisch. Sau, sau geil. Oh, das ist wieder sowas, wo man gerne trinkt. Ne? Hier so. Boah. An alle kuchigen Freunde, die Kuchen mögen, die nichts dagegen haben, das Zimt. Und das ist kein Big Red Zimt. Nein, das ist Apfelzimt wie in einem Bratapfel. Das schmeckt so geil. 100%ige Empfehlung. Volt. Bisher mein Favorit. Wir haben aber noch zwei. Los geht's. Was war das Erste, was ich gemacht hatte? Oben, gell? Dann haben wir jetzt die beiden Orange und Gelb mal raus. Dann nehmen wir, was nehmen wir als Nächstes? Nehmen wir Watt. Watt. Ich wechsle kurz die Watte. Und dann kommt Watt. Mit neuer Watte. Also wartet kurz. Bis gleich. So, dann bin ich wieder. Nett, dass ihr gewartet habt, bis die Watte gewechselt ist, dass wir Watt zusammen. Dampft ihr das? Halt mal deinen Schnauz. Halt mal deine Fickfresse, doch besser. Los geht's. Puh. Okay, der Kaugummi kann sich mittlerweile verstecken hinter der Ecke. Er war zwar echt lecker, aber ich habe keine Ahnung. Es ist wieder kuchig und cremig, aber anders. Boah, Leute, ich komme nicht drauf. Ich habe keine Ahnung. Es ist sau lecker, aber ich weiß es nicht. Halte mich für verrückt, ich habe keine Ahnung. Irgendein Fruchtkuchen. Irgendwie sowas in die Richtung. Aber ich habe keinen Plan. Ich habe echt keine Ahnung. Ich muss nachlesen, Leute. Und dann muss ich nach den Geschmäckern suchen. Ich komme nicht drauf, weil probiert sowas mal. Es ist wirklich sauschwer, bei vielen Sachen zu erraten, was ist, wenn man es nicht weiß. Ich sag nur, Sturm von Kapgas. Ja, Marzipan. War komplett falsch. Waldmeister, Vanille mit grünem Apfel. Wie komme ich auf Marzipan? War aber, wie gesagt, nicht der Einzige. Trotzdem ist es geil. Moment, schauen wir doch mal. Wie heißt das? Das war jetzt Watt. Watt. Shortfill Liquid. Wieso steht hier jetzt Liquid schon? Das war ja auch schon. Mit überdosiertem Aroma. Leckerer Kirschkuchen mit einer Prise Mandeln und Butterstreusel. Kirschkuchen ist mein Lieblingskuchen. Ja, ihr kennt diesen Standard-Nusskuchen? Den noch mit Kirschen drin finde ich sehr geil. Oder auch Zitronenkuchen mag ich. Ganz früher beim Lidl gab es eine Fertigmischung. Der war der Hammer. Nein, der Nusskuchen vom Lidl war der Hammer. Gibt's nicht mehr. Nicht den, den ich meine. Das war, glaube ich, eine grüne Schachtel. Jetzt, wo ich's weiß, kann ich sagen, stimmt, ich hatte mal ein Liquid vom Deutsche Fumo Shop mitgenommen. Das waren so lilane Deckel und so hatten die. Da hatte ich Schwarzwälder Kirschtorte. Das schmeckt jetzt, wo ich's weiß, erinnert's mich extrem dran. Davor wäre ich nicht drauf gekommen. Ja, okay, es ist sehr sahnig. Es ist sehr, sehr kuchig und es ist tatsächlich ein dunkler Kuchenteig. Jetzt, wo ich es weiß, kann ich die Nuancen rausfiltern. Ja, das, dann geht das. Das ist ja echt doof. Kirschen. Was für Kirschen sind das? Keine hellen, säuerlich süßen Kirschen, sondern definitiv dunkle Kirschen. Die aber komplett mit dem Teig verschmolzen sind. Also ich schmecke hier nicht, definitiv kann ich nicht sagen, ich schmecke hier so Butterstreuselkuchen mit saftigen Kirschen. Nein, ich schmecke einen Geschmack. Und der schmeckt, okay, nach Kuchen mit Sahne, sag ich jetzt, weil das Süße, es schmeckt nach einer Schlagsahne. Die Mandeln mögen auch drin sein. Mandel, Sahne, okay, ich bin überfordert. Es schmeckt scheiße geil, sau lecker. Ich krieg die einzelnen Nuancen nicht durch. Es ist definitiv, jetzt wo ich es weiß, sage ich, es ist eine Sahnetorte, eine Kirschsahnetorte. Punkt. Das kann ich so unterschreiben. Jetzt wo ich es weiß. Davor wäre ich nicht drauf gekommen. Sau lecker. Der Apfelkuchen, den finde ich aber noch einen Ticken besser. Warum? Wegen der Zimtnote. Die macht das Ganze so richtig fein. Aber das ist Geschmackssache, Leute. Wer keinen Apfelzimt mag, bitte, bitte ums Verrecken nicht holen und sagen, voll eklig, ich hasse ja eh Äpfel, du hast gesagt, das schmeckt lecker, weißt du? Wenn du keine Äpfel magst, dann holst du doch nicht. Zum letzten. Ampere. Neue Watte und dann gibt's Ampere. Bis gleich.
Bin wieder da, habe keine neue Watte reingetan, weil wir haben es noch gar nicht gedampft. Deswegen dampfen wir es erst und dann kommt der Cut mit der neuen Watte und dann kommt Ampere. Ich habe es einfach vergessen. Das tut mir sowas von leid. Da habe ich nicht dran gedacht hier. Was ein Spiel übrigens gestern von den Bayern gegen Ajax. Sehr cool. Los geht's hier, die Kirschtorte. Torte. Ja, jetzt schmeckt's kirschiger. Jetzt schmeckt's kirschiger. Jetzt trenne ich die Nuancen leicht voneinander. Jetzt geht mir so ein bisschen, ja. Aber ich bleibe dabei. Hätte ich es nicht gewusst, wäre ich nicht drauf gekommen. Sehr, sehr lecker, sehr süß. Ja, auch wieder Apfelkuchen. Süßer wie das erste mit der Melone. Aber ich hätte es nicht erraten. Aber es hat eine sehr geile Schlagsahnenote. Jetzt kommt der Cut wegen der Watte und bis gleich. Treffen wir uns um 18 Uhr am Baum? Nein, Ampere! Ich habe jetzt echt lang gebraucht, um irgendwas zu finden. Also lacht wenigstens ein bisschen, okay? Auch wenn er nicht gut war. Ampere. Entziehen. Kein Kuchen. Aber leicht frisch. Ganz dezent frisch. Ich lehne mich direkt aus dem Fenster, sage frische Grad 2 bis 3 von 10. Das scheint echt gerade ein Trend zu sein. Alles, was ich dampf, was frisch ist, solange nicht ein cooles Cup kaufen mag, kommt mit frische Grad 24 von 10. Mango, definitiv, aber nicht alleine. Da ist eine Mango drin. Ist eine sehr leckere, reife Mango. Da ist definitiv frisch mit drin. Keine Minze frisch, sondern Colada frisch. Ich weiß es nicht. Ich hätte es knallhart noch gesagt, Mango-Aprikose, was eine geile Kombi wäre. Ich weiß es nicht. Wir machen nochmal den Lecktest und dann dampfen wir es auch gleich und dann schauen wir erst nach. Vielleicht merke ich nämlich beim Dampfen mehr. Weißt du? Weißt du, ich weiß nicht. Ich probiere das jetzt erst. Ne? Und dann wird gedampft. Ja, selbst den Dialekt kriege ich hin. Berlin. Ich back Brot, ich mag alles. Das war die erste Staffel Big Brother. Damals war das neu, da hat es jeder geguckt. Da war das noch cool. Nicht so wie heute, dass man sagt, was hast du gestern angeguckt? Nichts. Fernseher war kaputt. Weil man insgeheim Big Brother geguckt hat. Ampere, wo ist meine Dampfer? Ich bleib dabei. Mango-Aprikose mit leichter Frische. Wahrscheinlich ist nichts von beiden drin. Wahrscheinlich schmeckt es nach Glühwürmchen mit Kaktus-Exkrementen. Das wäre doch auch mal eine Liquid-Idee zu Halloween. Ampere, wo bist du in der Liste? Hier. Shortfill-Liquid mit überdosiertem Aroma. Das wissen wir mittlerweile. Unser ganzer Stolz. Eine unglaublich fruchtig-süße, süß-saure Mischung aus Mango, Granatapfel, Erdbeeren und anderen Früchten. Ein Liquid, das so noch nie gedampft wurde. Dass sie noch nie so gedampft haben. Komm mit mir ins Abenteuerland. Finde Aromen raus. Oh ja, nachtröpfeln. Nachtröpfeln, ja. Ein graues Haar, wieder geht ein Jahr. Ja, ich fand Pur eine echt tolle Band. Die haben immer so gute Laune-Songs gemacht. Und die Frisur von Hartmut Engler, warum weiß ich, wie der Kerl heißt? Ja, ich habe früher Bravo gelesen. Sehr gerne Bravo gelesen. Heimlich Bravo gelesen. Heimlich, weil da gab es ja immer die Seite, ne? Die Seite mittlerweile auf dem Index. Wusstet ihr, dass die Zeitschrift Bravo, die alten Exemplare aus den 90ern, mittlerweile auf dem Index sind? Warum? Sau geil. Wegen Kinderpornografie. Natürlich. Wie krass, da haben sich lauter 16-, 17-Jährige nackt abgeblendet. Abgelichtet, wie auch immer. Vor der Kamera, die haben doch immer diesen Auslöser in der Hand gehabt, waren dann nackt dran gestanden und dann eben diese Interviewseite. Das waren Kinder. Also Jugendliche. Ist ja klar, dass es illegal ist. Wieso ist das damals nicht schon so gewesen? Ich habe mal nicht mal gesucht, weil ich echt Bock gehabt hätte, mal wieder so eine alte Bravo zu lesen, wo es dann heißt hier Jasmin Wagner Blümchen. Ich habe sowas echt damals jede Zeitschrift gelesen. Und Coolio Gangsters Paradise, neuer Smash-Hit und da gab es ja immer dann diese Lyrics. Dann finde ich das nirgendwo im Internet. Denke mir, das gibt's doch nicht. Wieso gibt es da keine so PDF-Sammlung? Und dann lese ich irgendwann, ja, Bravo ist zensiert oder eben vom Markt genommen. Grund Kinderpornografie. Da habe ich gesagt, hä? Und dann habe ich mir gedacht, natürlich. Krass, oder? Ja, das waren halt die 90er, ne?
Aber coole Zeit. Coole Zeit. I want to be a hippie and I want to get stoned. Bravo Hits 11 war einer meiner absoluten Lieblings-CDs damals. Und die 12, 18. 18 habe ich, glaube ich, so geliebt mit dem Atomreaktor vorne. Egal. Damals noch aus dem Bertelsmann Club jedes Mal eine Bravo Hits gekauft mit meinem Papa zusammen. Ja. Jetzt schmecke ich die Erdbeere. Ich schmecke Mango mit Erdbeeren. Das schmecke ich definitiv raus. Und ich gebe der Beschreibung recht, da ist noch was mit bei. Vielleicht eine Kiwi-Note. Irgendwas. Vielleicht eine Birne. Ich kann es euch nicht sagen. Definitiv im Vordergrund die Mango. Die Mango hat den dominanten Geschmack. Es ist ein mega leckeres, sehr fruchtiges Liquid. So viel steht auf jeden Fall fest. Es ist komplett fruchtig durch die Bank. Ich schmecke jetzt... Es wirkt cremig. Sorbetig so ein bisschen, leicht, aber es ist definitiv konzentriert auf fruchtig, mit der Mango im Vordergrund. Ich würde sagen, so 50% alleine nimmt die Mango ein. Es ist eine sehr, sehr reife, sehr süße und intensive Mango. Süßegrad würde ich hier sagen, ist weniger wie bei den beiden kuchigen. Würde mich so auf 8,5 einpendeln, mit dem Frischegrad ganz zurückhaltend. Vielleicht sogar noch weniger, wie ich vorher gesagt habe, sag mal 2 von 10 möglichen Punkten. Ist also wirklich sehr, sehr dezent und jetzt kriege ich langsam Durst. Gestern wieder einen Kommentar oder eine Nachricht bekommen, dampft die das? Wonach schmeckt dein Weihnachtsaroma? Habe ich doch überall gesagt. Nach Ingwer. Es ist auch echter Ingwer, der scharf ist, mit Zitronengras und Honig. Danach schmeckt's. Und so guckt das gute Stück aus. Lalala. Ja, ist limitiert und es gibt tatsächlich Leute, die sagen, schade, dass du es limitiert hast. Nee, lass doch erstmal die limitierte Version weggehen. Solange sie nicht weg ist, brauchst du gar nicht sagen, schade, dass es davon nur eine begrenzte Stückzahl gibt. Weil es sind ja noch genug da. Also ist doch okay. Das ist ja auch ein Weihnachtsliquid. Ich kann das doch nicht im März noch verkaufen. Schaut doch doof aus. Ja, jetzt zur Bewertung. Ne? Welches waren die beiden kuchigen? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Also Ampere war das Fruchtige. Und wir hatten das mit der Melone. Jetzt muss ich selber nachschauen, was war. Ohm war der Melonenkaugummi. Genau, Ohm und Ampere. Kommen wir erst zu diesen beiden. Ohm war das mit der Melone. Sehr authentische 2 Melonen, wie ich sie rausgeschmeckt habe, mit einem süßen Bubblegum. Sehr, sehr lecker und aufgrund dessen, dass man Melonen nicht wirklich oft authentisch bekommt, sondern immer erst nach diesen türkischen Melone-Kaugummis aus meiner Kindheit schmeckt, würde ich das jedem Melonen-Fan definitiv empfehlen. Nicht zu übersüß, definitiv voll im Rahmen. 8 bis 8,5 Punkte sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob ich am Anfang das gleiche gesagt habe. Aber der Kuchen war stärker, deswegen kann ich mich jetzt da einpendeln. Ich sage jetzt einfach mal 8 von 10 möglichen Punkten. Ein sehr süßes Liquid, aber nicht extrem süß. Sehr, sehr lecker. Bekommt von mir aufgrund der realistischen Note der Melonen eine 1. Kommen wir nun zu diesem Fruchtigen. Ja, das mag der ganze Stolz vom Hersteller sein. Ich persönlich finde es sehr, sehr lecker. Aber für meinen persönlichen Geschmack auf Platz 4 von den 4. Aber das ist immer Geschmackssache. Jemand, der kein Kuchenliquid mag, wird wahrscheinlich dieses hier zur Nummer 1 machen. Aufgrund dessen, dass die Mango-Note so toll ist und dass die Komposition zusammen sehr gut harmoniert, ich aber leider nicht die einzelnen Nuancen extrem gut rausschmecken kann, gebe ich diesem Aroma hier die Note 2+. Subjektiv, Leute. Kommen wir nun zu den beiden. Ich weiß nicht mehr, welches war, aber wir schauen es jetzt nach. Mein Gewinner steht eh schon fest. Wir gucken jetzt erstmal auf Volt. Volt war... Genau. Volt. Definitiv für mich die absolute Nummer 1 hier, 1++ mit Mickey Maus Stempel und weiß Gott was für Bonus obendrauf. Saugeiler Apfelkuchen mit schönen gebackenen oder gebratenen Äpfeln, mit einer echten tollen Zimtnote, die nicht nach Big Red Kaugummi schmeckt, sondern einfach nach echtem verdammten Apfelkuchen schmeckt. Mit einer schönen Teignote, die ich nicht so definieren konnte, was für ein Teig. Ist schwierig, aber ich sage echt mal so ein Waffelteig, Pfannkuchenteig, so ein ganz normaler Kuchenteig. Sowas kommt da hin. Ja, auf jeden Fall. Definitiv meine absolute Empfehlung und ein phänomenal geiles Aroma. Preislich liegen wir übrigens bei 6 Euro pro Flasche. Genau, 6 Euro, 5,99 Euro. Wird auch aus Deutschland verschickt. Also keine Sorge, findet ihr bei Liquid Labor auf der Homepage. Deutsches Lager, deutscher Versand. Also kommt nicht aus dem Ausland, nicht, dass dann irgendjemand denkt, Zoll. Und dann haben wir hier noch die Kirschtorte. Ich nenne sie jetzt Kirschtorte. Sehr süß, sehr lecker. Bei dem Süßegrad bei eher 9 von 10 möglichen Punkten.
voll getroffen, wie ich finde, der Apfelkuchen. Hier wusste ich nicht genau, was es ist. Dennoch ein verdammt leckeres Liquid. Wer also so eine Kirschtorte in die Richtung Schwarzwälder Kirsch, ja, mit so einem dunklen Kuchenteig probieren will, der ist hier sehr gut aufgehoben. Aber meine Nummer 1 bleibt Volt. Alles in allem eine sehr gute Aromaserie. Zu einem extrem guten Preis, 5,99 für 10 ml. Kann man auf jeden Fall nicht meckern. Wer da eins probieren will, ist herzlich dazu willkommen. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung drunter. Ist ein bisschen schwer zu finden, Leute. Wenn ihr im Menü seid, ist es der unterste Punkt, ist dann Liquid. Der unterste. Oben findet ihr dann eben Sachen wie Aromen und Coils und weiß Gott was. Und ganz unten ist Liquid. Da ist das Ganze dann mit drin. Mehr fällt mir zu diesem Thema auch nicht ein. Die Shirts, wisst ihr ja, bekommt ihr auf der Messe in Bremen. Genauso wie... ja, ich habe da mal welche machen lassen, aus Spaß. Gestern im Chris habe ich gesagt, darf ich das sagen, das Video ist ab 18, Chris, magst du ein Wichstuch mit meinem Gesicht drauf? Er hat sich totgelassen und gesagt, was? Das werde ich gleich heute Nacht ausprobieren. Ihr bekommt von mir, ich sag mal, jeder, wie soll man das machen? Jeder, der zwei Shirts mitnimmt, bekommt ein Tuch, weil ich habe nur 14 Stück davon. Irgendwie muss ich es ja fair machen. Ich kann es ja nicht einfach wahllos irgendwelchen Leuten schenken. Ich glaube, das machen wir. Jeder, der zwei Shirts mitnimmt auf der Messe, bekommt ein Tuch. Jeder, der keins mitnimmt, bekommt kein Tuch. Irgendwie muss ich es ja rausgeben. Ja, machen wir so als Gimmick mit dazu. Gebe ich dann gratis mit bei. Ist ein Liquid-Tuch. Ist ein Mikrofasertuch, glaube ich, oder? Was steht da hinten? 80% Polyester, 20% Polyamid. 30 auf 30 Zentimeter, was ich sehr cool finde, hier mit so einer Metalllasche da oben, ne? Oder mit so einem Metallring zum Aufhängen. Was ist das? Ein Fussel. Zum Aufhängen in der Küche. Chris hat dann gesagt, ja, er wird das direkt in der Nacht mal benutzen und mir dann ein Foto schicken, hat er aber nicht gemacht, Gott sei Dank. Ich freue mich drauf, liebe Leute. Lasst euch, oder erscheint zahlreich. Bis zum Wochenende. Macht es gut. Euer Dampfdidas. Bye. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es also wieder geschafft, ein Video von mir zu überleben. Und hast nicht mal, naja, so viel Schaden davon getragen. Falls du jetzt also den Kanal abonnieren möchtest, klick einfach mitten auf mein Gesicht. Hier auf die Nase oder aufs Auge, wo du Bock hast. Falls du Lust auf mein letztes Video hast, klicke hier. Oder auf ein random Video, das YouTube tatsächlich für dich aussucht. Freiheiten und so. Dann klicke hier. Bis zum nächsten Mal. Euer Dampfdidas. Bye.